So. Okay, laufen die? Ja, die laufen. Huch. Okay. Interessant. Dann können wir also schon mal sagen, das ist die Hauptleitung. Und das ist die Hauptleitung. Jetzt muss ich mal gucken. Das habe ich hier runtergeführt. Ach so, genau. Und dann habe ich erstmal nichts mehr gemacht. Warte mal. Ach, das ist für Lampen. Ah, für die Lampe da. Okay, alles klar. Aber das war's. Diese ganzen Geräte brauchen ja keinen Strom. Das läuft ja auch von allein. Okay. Okay, komm. Dann wollen wir doch mal. Zumindest die Leitung bis hierhin schon mal grün färben, damit ich weiß, hey, das ist die. Wobei eigentlich stimmt das nicht, denn. Naja, wobei zum Teil. Denn das Stromnetz wird durch den Zug geleitet. Ich verstehe. Warte mal, dann. Was ist denn bitte Standard? Ist das hier Standard? Ja, weil sich da nichts verändert. Okay, komm, dann muss ich das wieder zurückfärben. Denn das ist ja jetzt nur durch den Zug. Nur durch den Zug hiermit verbunden. Aber ich habe noch gar nicht die Entscheidung getroffen, ob der Zug zur Hauptleitung gehört. Kurz verwirrt, tut mir leid. Aber das kennt ihr ja mittlerweile schon ein bisschen von mir. Muss gucken, dass ich hier nicht überfahren werde. So, aber was definitiv die Hauptleitung ist, ist das da. Das ist die Hauptleitung. Das und das. Und das. Muss ich gucken, dass ich hier auch keinen vergesse, sonst bin ich wieder maximal verwirrt. Das. Das. Wobei, nein, das stimmt auch nicht. Die Hauptleitung geht nur bis hier. Ach, Leute. Mann. Zack. 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 Schade, dass ich der Leitung selber nicht eine Farbe zuordnen kann. Kann ich das vielleicht von hier oben? Nein, nicht ganz. Klick. Klick. Und nicht zu vergessen, ich hatte ja hier oben die Hauptleitung, also ich dachte, es wäre die Hauptleitung eingefärbt, aber das ist halt auch nur die Leitung, die durch den Zug kommt. Es sei denn, ich definiere halt später wirklich, der Zug erweitert die Hauptleitung.
Was er ja irgendwie indirekt tut, aber das ist mir jetzt zu hoch. Okay, das hätten wir. So, wie bin ich jetzt hier hochgekommen? Ich bin darüber gefliegt. Das erinnert mich, beziehungsweise das habe ich jetzt, falls ihr euch erinnert, aus dem Film In einem Land vor unserer Zeit. Da gab es doch diesen Flugsaurier, ich glaube Petey hieß er. Der hat immer gesagt, ich bin gefliegt, ich bin gefliegt. So, also das da ist die Hauptleitung. Okay, dann färben wir das jetzt weiter ein. So. Hauptleitung. Hauptleitung. Das Ziel sollte nämlich dann am Ende sein, dass ich... Also der Gedanke, den ich ursprünglich hatte, das gesamte Stromnetz miteinander zu verbinden und dadurch alles miteinander zu verbinden, hatte ich ja aus dem Grund, dass ich nicht immer hin und her rennen muss, um zu gucken, ob irgendwo noch irgendwas läuft, sondern davon ausgehen kann, wenn es hier läuft, läuft es überall anders auch. Weil ich sonst ja immer winzig kleine irgendwie Stromlösungen überall hinbauen musste. Und ich glaube, dass meine Idee prinzipiell eine gute Idee ist. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich wollte ja zu Atomstrom wechseln, wofür ich aber auch erstmal wieder Strom brauche, denn ich muss ja Uran und sowas abbauen und Dinge produzieren, die dann im Atomkraftwerk verbraucht werden. Und wenn der Strom nicht funktioniert, kriege ich das logischerweise nicht hin. Und deswegen hier der Gedanke, des Stromnetzes. So, jetzt ist natürlich das hier eigentlich unnötig, weil das die Hauptstromleitung ist. Aber den musste ich dazwischen bauen, weil der Strom, der von den... Oh, die Kamera ist ja gerade ausgegangen. Weil der Strom, der von den Hauptinseln, von den Ölinseln kommt, nicht ausreicht, um das hier am Laufen zu halten. Und dann würde da hinten halt auch alles ausfallen. Und das macht keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, was da gerade noch läuft, aber da läuft auf jeden Fall was. Und dementsprechend, ich lasse den jetzt gefärbt, um klarzumachen, alles, was da in die Richtung geht, ist auch Hauptleitung. Und das hier ist erstmal eine Zwischenlösung. So. Denn zum Beispiel den ganzen Kram da, dass ich den abgeschaltet habe, das war gut. Aber alles, was jetzt hier hinten kommt, interessiert mich jetzt erstmal nicht weiter. Ich bin jetzt bis zu diesem Knotenpunkt hier und ich weiß, in die Richtung ist Hauptleitung und da läuft auch alles und alles, was da kommt, ist fragwürdig und geht nicht. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Rest gemanagt bekomme. Denn ich habe ja zum Beispiel hier auch eine Hauptleitung reingeführt, sozusagen. Zumindest war das der Plan für diese Speicher hier, glaube ich. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier wirklich alles so eine Hauptleitung ist und wo die hinführt. Die führt hier hin. Und dann dahin. Und hier führt sie da hoch. Und da oben ist ein Netzschalter verbaut. Okay, dann ist das hier auch Hauptleitung. Diese Hauptleitung führt, wie gesagt, nur da hoch. Und ansonsten nirgendwo hin. Das war nämlich der Versuch, dieses Werk, das ich da oben am Bauen war, aber nicht weitergemacht habe, direkt erstmal von Anfang an abzuspalten.
Das hat schon mal gut geklappt, wie ich finde.